Guten Abend. Prinzessin Märtha Louise von Norwegen. Bitte schön. Und Sie? Ja. Vielen Dank für diesen Kuss, Prinzessin. Jetzt bin ich durcheinander. Das war der erste Kuss von einer Prinzessin. Ich danke Ihnen. Ja, war sehr lecker. Wunderbar. Sehr schön, das freut mich. Vielen, vielen Dank. Zuerst einmal möchte ich mich aber auch noch bedanken, dass Sie uns die kalte Luft aus Skandinavien mitgebracht haben. Dadurch konnten wir uns in den ersten Regionen bereits über den ersten Schnee freuen. Vielen Dank dafür. Ja, es ist ja so toll, als ich heute hier hingefahren bin von Frankfurt aus und diese wunderbare Winterlandschaft zu sehen. Aber ich glaube, die Ehre liegt nicht ganz bei mir. Der Winter liegt auch in anderen Händen. Jedes Jahr gibt Norwegen auch ein Weihnachtsgeschenk an Deutschland. Das sind Weihnachtsbäume. Es gibt einen in Hamburg, in Düsseldorf und natürlich vor dem Brandenburger Tor. Und der kommt eben auch aus Norwegen als Geschenk an euch. Prinzessin, Sie sind überzeugt davon, dass jeder Mensch mehr über sich und sein Umfeld nachdenken sollte und dazu die besinnliche Zeit am Ende des Jahres nutzen sollte. Warum? Ich glaube, insbesondere wenn wir auf Weihnachten zugehen, aber auch ansonsten im Laufe des Jahres ist es wichtig, dass wir nachspüren, wer wir sind. Insbesondere wenn so viel Stress da ist. Es gibt so viel zu tun, man muss Geschenke kaufen, alles soll passend sein. Dann ist es so leicht zu vergessen, wo wir eigentlich stehen. Und insbesondere die Adventszeit ist wichtig, dass wir da mal nachspüren, wo ist das, wo wir stehen, was ist das, was uns vielleicht auch vereint mit anderen und da nachzuspüren. Da haben Sie recht, ja. Schön. Prinzessin, Sie haben jetzt auch ein Buch geschrieben über Schutzengel. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen? Ja, das ist das Buch, was hier vor mir liegt. Schutzengel begleiten dich. Das ist ein Selbstverwirklichungsbuch mit einer geistigen Perspektive, so möchte ich das mal nennen. Und dort gehen wir schrittweise durch verschiedene Prozesse. Ich habe es zusammen mit Elisabeth Samnøy verfasst. Und wir haben einige spirituelle Werkzeuge, wie wir das nennen, entdeckt. Oder Übungen, Schritte, die uns geholfen haben, unser Leben besser in den Griff zu bekommen. Und als wir uns damals trafen, haben wir gemerkt, dass es ein bisschen zu egoistisch ist, wenn wir das nur für uns behalten und wollten das gerne teilen, da es ja auch anderen helfen kann. Und darum geht es in diesem Buch. Und wer interessiert ist, ein bisschen mehr zu erfahren, ist es tatsächlich so, dass wir auch Kurse abhalten, unter anderem in Europa, also in München im März, also in Kürze. Ich komme vorbei. Ich melde mich freiwillig an, aber nur, wenn ich wieder Küsschen links und Küsschen rechts bekomme. Okay. Ja, das kann ich regeln. Wie kann ich mir denn Ihr Leben mit Schutzengeln vorstellen? Als ich klein war, hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, dass ich merken konnte, wie es den Leuten geht. Also wenn sie lächeln, dass es vielleicht gar nicht das Echte ist. Also dass sie Gefühle verstecken. Und viele Jahre dachte ich, dass alle Leute das so erleben. Aber eines Tages habe ich gemerkt, so ist es nicht. Und dann habe ich probiert, das eigentlich abzuschalten und normal zu sein. Und in diese normale Welt hineinzupassen, in dieses Schema. Das ist natürlich ein bisschen komisch, wenn man sich dieses Schema so vorstellt. Eigentlich passt ja niemand rein. Niemand möchte einfach nur A4 sein. Aber trotzdem passt man sich an. Als ich so 26, 27 Jahre alt war, da habe ich dann entdeckt, dass ich einen Schutzengel habe. Und da hatte ich wirklich eine starke Begegnung. Ich habe plötzlich so eine Liebeskraft erfahren und plötzlich war es so ein Wiedererkennungsmoment und plötzlich hat man das Gefühl, man sieht dich wirklich mit dem ganzen Potenzial, das du hast. Und danach musste ich eigentlich wirklich diese Dinge ernst nehmen und etwas daraus machen und konnte nicht einem länger sagen, das ist mir egal oder damit mache ich nichts. Ja, also Engel sind da, um uns vielleicht auch ein bisschen wiederzuspiegeln. Also sie sind ein Aspekt dieser göttlichen Liebeskraft.
ein Gott, eine Kraft, die wir als Menschen treffen können. Und es ist keine Struktur, die uns verurteilt, sondern es ist eine Kraft, die uns wirklich immer da sieht, wo wir mit unserem ganzen Potenzial sind. Es birgt wirklich unendliche Möglichkeiten. Das ist sehr interessant. Und Sie haben uns auch versprochen, dass Sie gemeinsam mit Ihrer Co-Autorin uns heute Abend einige Geheimnisse verraten möchten. Und deshalb sind wir natürlich jetzt sehr neugierig und sehr gespannt auf den Besuch. Guten Abend, Elisabeth Samney. Herzlich willkommen. Oh, es wird immer besser. Immer schöner. Bitte machen Sie es sich bequem, Elisabeth Samney. Ich komme wieder ein bisschen näher. Wenn ich schon küssen darf, dann kann das ich auch ein bisschen. Das freut mich sehr. Wunderbar. Sagen Sie, hat jeder einen Schutzengel? Ja, so sind wir es. Ja, aus unserer Sicht ist das so. Alle Menschen haben einen Schutzengel, okay, der uns begleitet von der Geburt an, bis wir sterben. Und braucht man besondere Fähigkeiten, um mit seinem Schutzengel in Kontakt treten zu können? Aus unserer Sicht ist das eine Möglichkeit, die alle Menschen haben, also diesen Kontakt aufzubauen. Oft ist es so, dass wir Menschen das eigentlich abgrenzen oder nicht wirklich Ja dazu sagen, dass es ein Teil unseres Lebens sein soll. Aber das ist wie Musikalität. Manche spielen ganz leicht und haben es ganz einfach und manche müssen vielleicht ein bisschen üben, bevor sie wirklich spielen können. Und so ist es vielleicht auch, wenn man sich so eine Fähigkeit, so einen Kontakt zu dem Geistigen erarbeiten will. Das hat wirklich auch etwas mit einem tiefen Wunsch zu tun, den man innerlich spüren muss. Also ich habe auch den Wunsch, meinen Schutzengel mal zu spüren. Vor allen Dingen, wenn ich aber jetzt... Ich Dann lese solltest es. Du das Buch lesen. Ich lese es. Aber gibt es auf Deutsch, ne? Ja. Norwegisch ist nicht so. Schutzengel begleiten. Ah, so heißt es, genau. Ich werde es lesen. Aber Sie haben mir versprochen, dass Sie mir eine Übung beibringen, mit der ich es schaffen kann, ganz ruhig zu sein und entspannen zu können. Halten Sie Ihr Versprechen? Ja, absolut. Aber vielleicht nicht nur dir, sondern dass alle mitmachen und Sie auch, die Sie zu Hause an den Fernsehschirmen sitzen. Wir können das alle gemeinsam machen. Wie ich schon anfangs sagte, es gibt viel Stress. Wir laufen so schnell durch unsere Leben. Wir sind nicht immer so ganz wirklich präsent. Und Weihnachten ist es so, dass wir geben häufig Geschenke an andere weiter. Wir verschenken etwas, aber selten an uns. Und wir müssen sehen, welche Geschenke haben wir in uns selbst drin und die wir uns selbst auch weiter schenken können. Wenn wir anfangen, in uns hineinzuspüren, dann gibt es verschiedene Wege, dies zu tun. Okay. Manche erleben dann ein Bild oder eine Farbe. Manche hören vielleicht Musik oder spüren Wärme oder Kälte. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und Wege, wie man das spürt. Kannst du mir noch folgen? Ich kann noch folgen, ja. Ich höre den Dolmetscher ganz gut, es funktioniert. Ja. Wunderbar. Ich bin auch schon ein bisschen ruhiger. Sollen wir es mal versuchen? Ja, sehr gerne. Wenn jetzt alle einfach mal ihre Augen schließen. Und einfach mal eine oder zwei Hände auf die Herzregion legen. Und jetzt wirklich die Augen schließen, nicht schauen. Und einfach mal nachzuspüren, wie dein Herz in diesem Moment schlägt oder ist. Und auch wenn das Herz das wichtigste Organ in unserem Körper ist, also dazu beiträgt, dass wir leben, trotzdem spüren wir selten dorthin. Wie ist das eigentlich? Vielleicht schlägt es ganz schnell, vielleicht langsam. Vielleicht merkt man es gar nicht, vielleicht kannst du es gar nicht spüren. Und alles, was du jetzt spürst, ist richtig. Das ist Information, die an dich selbst herantritt und Information über dich selbst. Das Herz pumpt Blut in den gesamten Körper hinein. Und das heißt natürlich auch, dass wir unser Herz als einen Puls im ganzen Körper spüren können. Und einfach mal
nachspüren. Wie spüre ich mein Herz im Hals? Oder auch im Kopf. Oder in den Beinen. Und dann wieder zurückkommen zum Herzen. Zum Herzen unter deinen Händen. Und nochmal nachspüren, ob es genauso ist wie am Anfang oder ob es sich verändert hat. Und im Herzen, da wohnt die Weisheit. Alle Weisheit, die wir erlangen können. Und jetzt einfach mal das Herz fragen, was möchte das Herz dir in diesem Moment sagen? Und einfach die Antwort so nehmen, wie sie kommt, als ein Bild, als eine Farbe oder ein Wort oder einen Ton oder vielleicht einfach nur, dass du weißt, es gibt ein Gefühl. Und wirklich hinhören, nachspüren nach der eigenen Wahrheit. Wow. Das fühlt sich sehr gut an. Wenn du bereit bist, dann einfach schnell zurück zum Herzen kommen und die Augen öffnen. Wow. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Ich bin völlig entspannt. Oh, hätte noch ein bisschen weitergehen können. Vielleicht können wir das nach der Show noch mal wiederholen, dann haben wir mehr Zeit. Ja. Ich wusste gar nicht, dass Sie so redselig sind, dass Sie so viel Spaß bei uns haben. Das ist toll. Die nächsten Sendungen werden sich ein bisschen verzögern. Wir machen noch ein bisschen weiter mit der Prinzessin. Vielen, vielen Dank dafür. Es geht mir gut. Spätestens Weihnachten bin ich dann ganz entspannt und völlig und ruhig. Vielen Dank, Prinzessin. Und das kann man ja immer machen. Also man kann ja immer einfach hinhören, wo man selbst. Ich werde es öfter ausprobieren demnächst. Darf ich Ihnen noch eine Frage stellen? Wie wird Weihnachten im Königshaus gefeiert in Norwegen? Ich glaube, wir feiern so ähnlich wie Sie hier. Es ist ja sehr wichtig für uns, mit der Familie zusammen zu sein. Oftmals schmücken wir gemeinsam den Weihnachtsbaum. Und wenn wir Glück haben, kommt natürlich auch der Weihnachtsmann vorbei. Schön. Und dann gibt es Geschenke, wir verteilen Geschenke und natürlich gibt es wunderbares Weihnachtsessen, was alle und nur so lieben. Singen und hören Sie auch Weihnachtslieder dann gemeinsam? Ja, natürlich. Ja? Wir gehen ja auch um den Weihnachtsbaum herum und singen dabei. Ach so, ja, tatsächlich. Wunderbar. Sie können gerne mal singen, wenn Sie Lust haben. Nein, nein, das machen wir das nächste Mal. Das machen wir beim nächsten Besuch. Wie bitte? Das habe ich nicht verstanden. Nein, ich glaube, das ist nicht so schlau, wenn wir das jetzt okay machen. Das ist besser, wir lassen es jetzt. Dann hören wir uns jetzt ein wunderschönes Weihnachtslied an. Und zwar von einer Sängerin, die sogar schon vor ihrer Verwandtschaft in Großbritannien auftreten durfte. Schon zweimal hat sie vor der Queen gesungen.